Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kingdom Come Deliverance. So, wir müssen gerade mal die Fackel wegmachen. Und ich habe das Schild nicht ausgerüstet. Warum nicht? Ach so, weil die Fackel dann ist. Dach. Ich muss jetzt gerade selber mal gucken. Was haben wir denn in der letzten Folge gemacht? Essen wäre kein Fehler. Und was haben wir dann überhaupt an Aufgaben? Questlog. Finde heraus, wo sich her. Da müssen wir noch für den Müller Simon das Rezept klauen. Das hat noch nicht so funktioniert. Bring dem Knecht den Schal des Mädchens. Ach, das müssen wir noch machen. Gut, das könnten wir... Wo ist denn... Da ist Pegasus. Dann bringen wir ihm mal den Schal des Mädchens. Hoppala. So schnell wollte ich dann auch nicht losreiten. Das haben wir immerhin geschafft, aber wir haben nicht den Schmied gefunden. Das ist mal ein kleines, aber feines Problem. Ich weiß nicht, wo der wohnt. Da bist du doch. Tag. Tag. Ich hab den Schal. Ich habe den Schal des Mädchens. Hab Dank. Ich leg ihn dem Bauern ins Bett und steck's dann dem Händler. Der macht den Bastard zum Krüppel oder bringt ihn sogar um. Toll. An wen willst du dich eigentlich rächen? An Bauern? Am Mädchen? An allen. Das sind doch alles verfluchte Schweine. Der Tuchhändler auch. Genau. Brauchst du sonst noch was? Etwas, das du brauchst? Eine letzte Sache, aber das wird nicht leicht. Meine Rache am Bauern und dieser Schnöpfe habe ich bekommen. Jetzt ist der Tuchhändler dran, der sie mir gestohlen hat. Man kann Mädchen nicht stehlen. Er ist sein ganzer Stolz und er prahlt ständig damit rum. Jeder weiß, dass sie ihm gehört. Sobald du sie hast, stecke ich den ganzen Hof des Bauern in Brand und lass die Büchse dort fallen, damit alle glauben, dass er es war. Was bekomme ich dafür? Ich gebe dir ein paar Stiefel, die ich eben vom Schuster bekommen habe. Bequemere wie die findest du nie wieder. Okay. Der Racheengel ist dir zu Diensten. Ich lege gleich los. Lebe wohl. Eigentlich mache ich sowas ja eher nicht, aber... So. Wo kriegen wir die denn? Stiel dem Tuchhändler da hinten ist das. Die Zunderbüchse. Also auch wieder eine Aufgabe für die Nacht. Und da haben wir immer noch... Achso, da eine Aufgabe für uns. Okay. Das Schwert der Königin. Da bin ich auch noch am gucken. Da brauche ich aber halt auch von dem Typen da. Ich weiß nicht, wo der wohnt. Ich weiß einfach nicht, wo der wohnt. Ansonsten hätten wir ja immer noch hier Aufgaben, ne? Schatzkarten. Das ist das Kloster. Da weg, da auf den Friedhof. Das können wir mal machen. Das ist ganz in der Nähe hier. Dann haben wir was für tagsüber. Also gerade raus aus dem Tor... Geradeaus bis dahin. Okay, machen wir. Wie komme ich denn hier raus? So. Gehen wir mal auf Schatzsuche. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht, ne? Einmal haben wir es versucht. Hat aber nicht so wirklich funktioniert. Ja! Da vorne müssen wir los. Da hoch. Ja! Wir
wenn ich das richtig sehe, bis zum Ende des Weges. Wir sind überfressen bei so wie sehe ich gerade. Wir sind noch gar nicht richtig ausgeschlafen, kann das sein? Muss ich gerade mal gucken. Schatzkarte. Geradeaus. An dem Zelt vorbei. Das ist das Ding da. Okay. Das heißt, wir müssen hier geradeaus. Ja, das ist der Schlenker hier. So, hier müssen wir dann rechts. Die Frage ist, wie lange, ne? Da rechts und dann muss da irgendwo ein Grab sein. Das ist aber erstmal eine Unfallstelle. Da halten wir aber gerade mal an. Kann ich hier irgendwas machen? Ich glaube, die Aufgabe haben wir schon erledigt, ne? Das war da unten, dann war das Lager mit den Räubern. Genau. Können wir den plündern? Ne, der ist nämlich schon... Ja, den hatten wir schon. Deswegen funktioniert nix. Was wollt ihr eigentlich alle? Du willst was von mir? So. Du gehst mir nicht mehr auf den Keks. So, was haben wir denn? Alte Stiefel. Irgendwas, was wertvoll ist. Grieben nehmen wir mal mit. Groschen sowieso. Kater, Bier, Konservierungsmittel, Schnapstrank. Und der Kollege hier. Wo liegt er denn? Da. Billigen Wein. Bunthaube, Brandwein können wir auch mal mitnehmen. Groschen hat er auch nicht viel. Ja, die sind ein bisschen was wert. Ups, Entschuldigung. So. Da war es irgendwo ein Grab. Ist das da, wo wir schon waren? Wo wir gerade die Typen gesehen haben. Weil hier ist das ja nicht.
Das kann ja hier quasi überall irgendwo sein, ne? Das kann ja hier quasi überall irgendwo sein. Aber das könnte natürlich der Typ gewesen sein, den wir da schon ausgenommen haben. Ne, wobei, da weiß ja die Schatzkarte nichts von. Den haben wir ja suchen müssen. Schatzkarte muss ja jemand gewollt was angelegt haben. Ich suche einfach mal den Teil hier. Das muss hier irgendwo ja sein. Eigentlich. Die Frage ist natürlich, wo? Da, da ein Stück. So halbe Strecke, bevor der Weg da die Kurve macht. Okay, da haben wir ja nochmal einen Anhaltspunkt. Etwa halbe Strecke, bevor der hier die Kurve macht. Das könnte ja fast dann nur hier irgendwo sein. Hier soll da irgendwo ein Grab oder sowas sein. So die Theorie. So die große Theorie. Da ist noch dieser komische Baum. Okay. Halten wir nach so einem Baum Ausschau. So ein bisschen verkrüppelt. Und dort soll das dann sein. Ja, der Baum ist schon mal ein guter Ansatz. Jetzt gilt es nur noch, ihn zu finden. Nee, der ist das nicht, oder? Nee. Wo steht dieser Baum? Der ist ja hoffentlich nicht abgeholzt worden, oder? Also wir müssten eigentlich hier richtig sein irgendwie. Nur diesen komischen Baum finden. Das ist gerade so mein kleines, aber feines Problem. Das ist aber schon die Brücke. Hier sind wir eigentlich schon zu weit.
Aber hier war kein solcher Baum. Kein solcher Baum. Tja. Sind wir hier doch nicht richtig? Ich hätte schwören können, wir sind. Da ist der Fluss. Oder war das doch der Typ, wo wir gerade waren? Aber da fehlt halt dieser komische, verbogene Baum. Das verstehe ich gerade nicht. Wieso sind die eigentlich wieder da? Die habe ich doch umgebracht. Und das ist auch zu dicht am Fluss. Das ist auch zu dicht am Fluss. So dicht sind wir eigentlich gar nicht. Wir sind so auf halber Strecke, wenn die einigermaßen genau ist. Tja. Ich dachte, wir sind hier richtig, aber irgendwie finde ich nicht das, was wir suchen. Und wieder laufe ich die ganze Zeit dran vorbei. Was ich aber eigentlich nicht glaube. Tja, da gehen mir jetzt echt die Ideen aus. Hier, wir haben's. Wir haben es. Okay, dann macht die Schatzkarte ja durchaus sogar durchaus Sinn. Wo habe ich denn meine Schaufel? Schaufel. Müsste ich doch graben können, oder? Ich muss erstmal die Waffen aus der Hand nehmen, oder? Ah, jetzt. Sehr gut. Der Traum des Alchemisten. Ein edler Kürass. Oh, Groschen. Nehmen wir. Lazarus-Elixier. Was macht denn das? Nach 5 Minuten hat deine Gesundheit durch das Maximum erreicht. Sehr gut.
Palettenbein, nein, Unglückswürfel. Okay, den können wir aber verkaufen. Verzierte Reitstiefel. Sehr schön. Noch irgendwas, das wir plündern können? Ne, das war alles. Achso, wir sind zu schwer. Ich muss gerade mal wieder was ins Pferdeinventar packen. Die Schaufel zum Beispiel. So, wir haben den Nürnberger Kürass. Da muss ich auch so, wegen der Rüstung kann ich gerade mal gucken. Kettenbeinlinge. Haben Schutz von 17. Also da sind unsere besser. Die Mailänder Plattenbeinlinge, die wir da haben. Das Pferd kann nicht mehr tragen. Das ist jetzt aber doof. Verzierte Reitstiefel, Schutz von 3. Und was tragen wir? Können wir die anziehen? Ah, okay, dann verlieren wir das. Gut, dann ziehen wir natürlich das an. Schlappen, kann das noch ins Pferd? Ja. 4 müsste noch ins Pferd. 4 kann es auch noch tragen. Okay. Die können wir auch ins Pferd packen. Eins geht noch. 1 ist wenig. Die können noch ins Pferd. Den kann das Pferd nicht mehr tragen. Den auch nicht. Den Baldrian kann es aber noch tragen. Auch nicht. Okay. Haben wir irgendwas? Sattheit haben wir zu viel. Kann ich noch irgendwas leveln? Kampf. Schwert. 3 Wunder, Handgelenk. Was ist denn das? Zuschlagen, zuschlagen, zustechen. Okay. Achso, können wir gar nicht. Zornhau. Pariere den Angriff. Doppelstich. Das können wir machen. So, und was haben wir noch? Fertigkeiten. Schlosser knacken können wir nochmal. Geschicktes Händchen. Glück des Trunkenboldes. 6. Sinn. Oh, das nehmen wir. Das ist sehr gut. So, komme ich hier jetzt raus? Ich kann nicht springen, das ist gerade mein Problem. Weil ich bin zu fett. Zu schwer. Essen kann ich nicht. Was haben wir denn? Was kostet denn wenig? Jagdfall? Ja, nee. Klosterschlüssel behalten wir natürlich. Mohnblumen. Passen die noch ins Pferd? Dann lassen wir die mal fallen. Immer noch nicht genug. Ringelblumen. Immer noch nicht genug. Schatzkarte 2. Die können wir noch verkaufen. Die Schaufel brauchen wir natürlich. Den können wir verkaufen. Der kostet richtig Geld. Unbekannter Trank. Was habe ich denn, was ich hier abgeben kann? Eine Fackel eigentlich.
So, damit sind wir auch wieder leicht genug. Halleluja. So, dann sollten wir vielleicht mal gucken, dass wir da ein bisschen von dem Zeugs das verkauft kriegen, ne? Auf nach Sasau zum Händler. Wo reiten wir am geschicktesten? Können einfach dem Weg folgen, da hoch und dann dort. Oder halt einfach da. Können wir einfach lang reiten. Und dann nach Sasau rein. Ja. Machen wir das. Schön, dann macht das ja mit den Schatzkarten richtig Sinn. Ist nur nicht immer so einfach. Aber Hauptsache, wir kommen jetzt mal zu einem Händler und können ein bisschen Sachen verkaufen. Das ist mal das Wichtigste, ne? Warum sind wir wieder hier? Wie sind wir jetzt geritten? Hä? Hm. Egal. Gucken wir mal, welche der Händler uns hier was abkaufen. Erwischt mit den blutigen Tränen der Madonna von Santiago. So, wir brauchen gerade mal ein paar Sachen aus dem Pferd. Die können wir verkaufen. Die können wir verkaufen. Die vielleicht, die Schlappen. Das da. Brandwein. Französische Altarkerzen, wenn sie denn jemand nimmt. Hirschleder. Das nimmt doch. Oh ne, das brauchen wir. Das können wir noch wieder zurücktun. Aber Schafsleder können wir verkaufen. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie viel Geld die Händler überhaupt haben. Fangen wir mal mit dir an. Verpiss dich! Warum? Kommt nur näher, Freunde! Bewundert meine Wundertäter! 210? Was habe ich denn getan? Was habe ich denn getan? So, kriegsbilligen Wein, Brandwein. 40 hat sie nur. Was macht das Konservierungsmittel nochmal? Ach so, hell, ja, das kannst du beide haben. 12. Hm. Den Rest brauchen wir. Ne, den Schnaps kann ich auch verkaufen. So. Nein. Wollte ich nicht. Warenkorb prüfen, feilschen. Lässt sich was am Preis machen? Hm, ist gut. Endlich eine vernünftige Summe. Was hab ich da her? Des heiligen Thomas. Und wenn euren Gatten der Teufel holt, sind sie immer. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Okay. Lass uns handeln. Ich verkaufe dir Dinge. Braune, die habe ich an. Aber die kannst du haben. Den kannst du haben. Und du hast auch schön viel Geld. Das ist gut. Dolch. Ne, edle braune Beinlinge.
Darfst auch beide haben. Der edle Kürnass. Was hat denn der 23 und der, den wir anhaben? 25. Dann können wir den Edlen auch verkaufen. Genug Geld hat er. ...530, die Altarkerze kannst du haben. Das Hirschleder, das brauchen wir. Das ist hier versehentlich gelandet. So viel Geld hat er nicht. So viel auch nicht, weil ich will ja auch noch ein bisschen handeln, ne? Die kannst du kaufen. Schafsleder. Schatzkarte 2 kann er auch kaufen. Die Schlappen, die kannst du haben. So, 600, das reicht mal. Weil wir wollen ja noch, brauchen ja noch ein bisschen Spielraum, um nach zu handeln, ne? Nun, versuchen wir es. Ja, das sollte passen. Okay. So, übst du mit mir? Gute Leute, kommt und schaut her. Taschendiebstahl? Kannst du mich im Taschendiebstahl ausbilden? Willst du mich verarschen? Ich soll dich unterrichten nach allem, was du getan hast? Was habe ich denn getan? Was habe ich denen getan? Verkaufen. Oh, schade. Gut, aber wir haben sind einiges losgeworden. Muss ich nur gerade mal gucken. Das Hirschleder machen wir wieder ins Pferd. So, ja, und wie ich sehe, ist die Zeit schon um. Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.